Hi und herzlich willkommen hier bei Mobile Gamer Guide, dem wohl besten Kanal, wenn es um mobile Videospiele geht. Wir sind wieder bei Last Day on Earth und mein erster Raid war ja richtig kacke. Deswegen will ich jetzt den zweiten quasi starten. Doch dafür müssen wir jetzt einmal ins Polizeirevier. Ich habe übrigens hier ein neues Bike. Wie findet ihr es? Das Halloween Bike. Richtig schick finde ich das. Wir müssen nämlich ins Polizeirevier und müssen drei grüne Truhen öffnen, um halt die letzte Sache abzuschließen, die Plünderer haben wollen. Dafür gehe ich jetzt einmal zum Bunker. Wie findet ihr eigentlich das neue Update? Ich finde das richtig kacke, was jetzt gemacht wurde mit dem Update. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Es wurde ja jetzt umgeändert, dass jetzt die Raffinerie Level 3 ist jetzt freigeschaltet. Man kann jetzt ja in der Fabrik, kann man jetzt diese Spulen finden. Damit kann man jetzt die Raffinerie Level 3 freischalten. Aber der Easy Mode kostet ja immer noch 100 Kristalle und dann beim zweiten Mal kostet es 200 Kristalle, dann 400, dann 800 und es verdoppelt sich ständig. Und damit kann man nicht mehr wirklich viel machen. Ich bin allerdings schon zum Glück durch mit dem Season Pass. Ich bin auch schon auf Stufe 74, wie ihr sehen könnt. Ich habe halt auch noch ein paar Sachen freischaltet. Ich kaufe jetzt nur noch dann, wenn hier etwas frei ist. Im Shop werde ich mir das nur noch kaufen, dann was machen, so wie hier Waffen oder so. Und vielleicht später mal noch vielleicht ein paar Kisten öffnen, wenn ich dann was übrig habe. Aber ansonsten war es das. Ich habe auch noch 12 letzte Grenzenpakete. Die werde ich auch noch später irgendwann öffnen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine heutige Folge oder eine andere Folge mal, wo ich dann die 12 Pakete öffnen möchte. Mir fehlt nämlich noch immer noch dieser Extraktor, den ich in meine Basis einstellen kann. Dann kriegt man da irgendwie ein Erz alle, keine Ahnung, halbe Stunde oder so umsonst. Ich habe ja auch jetzt den Skin schon freigeschaltet, wie ihr sehen könnt. Den habe ich schon und ansonsten bin ich durch mit der Season. Ich habe nicht vor, großartig Wellen zu machen, denn wie gesagt, ich habe bereits gute Karten. Ich habe eine blaue und ich habe letztens wieder im Shop eine lilane drin gehabt für 150 Kristalle. Die habe ich auch gekauft. Das heißt, eine lilane kann ich auch öffnen. Ansonsten muss ich doch drei grüne öffnen. Also das werden wir auch machen. Ich werde höchstens noch versuchen, hier und da 6, 7 Wellen vielleicht zu machen. Vielleicht auch 8, 9, 10 Maximum, was ich schaffe halt. Aber mehr auch nicht. Das wird dann reichen. Ich sammle immer noch Granaten und Minen. Ja, Minen. Damit ich halt irgendwann mal 99 Wellen schaffen kann. Dafür muss ich halt eigentlich hier noch Kisten öffnen. Ich glaube, in der Kiste kann man die Minen bekommen, oder? Oder was in der Kiste? Ich glaube, in der von Pete kann man die Minen bekommen. Da brauche ich ja zum Glück. Ich kann ja mal eben eine öffnen. Ja, da sind die Minen. Aber es ist halt schwierig, die zu bekommen. Das heißt, da muss ich einiges mehr an Kristallen haben. Und dann öffne ich noch einiges von diesen Kisten. Weil ich hoffe, dass ich da dann noch einige Landminen bekomme. Derzeit habe ich nämlich 23 Stück. Und ich muss natürlich noch einige mehr haben. Damit ich halt 99 Wellen packen kann. Ja, meine Krankheit ist immer noch da. Bin derzeit Pillen am laufenden Band am Schlucken. So. Wir machen mal hier aus der Braun nochmal eine grüne. Direkt fertig. Und wir können auch schon mal die Kisten hier reinpacken, oder? Denn drei grüne brauche ich so oder so. Eine blaue werde ich öffnen und eine lilane. Wir packen erstmal die drei grünen rein. Dann blau und dann lila. Aber wir gucken noch nicht rein, was drin ist, sondern machen erstmal jetzt hier ein bisschen aufräumen. Ach, meine Güte. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich so viel husten muss. Ah, reicht. Okay. Mache mit meinem Beil jetzt schon 20 Damage, wie ihr sehen könnt. Und hält auch um einiges länger. Ich habe dann Handgriff drauf und ich habe den verstärkt. Könnt ihr hier sehen. Ich habe da ein taktisches Fleischermesser drauf und einen verstärkten Griff. Verlängert damit um einiges die Haltbarkeit und macht auch mehr Damage.
Und hier haben wir auch nochmal eine Waffe. Und was ich auch endlich habe, ist... Kann ich euch auch mal zeigen. Hier, passiv. Ich habe Einbrecher 3 von 3. Ich kann jetzt wirklich alle Schlösser knacken. Ja, ich habe den Einbrecher durch. So. Ab und zu machen wir noch einen höheren Damage. Wenn da mal ein Crit kommt. Wenn dann mal ein Crit kommt. Da hau ich jetzt einfach eben schnell drauf hier. Wie gesagt, ich habe nicht großartig vor, Wellen zu machen. Ich hoffe ja, dass ich in diesem Season, also in dieser Season noch. Hallo, ich. Meiner hing fest, ich konnte nicht laufen. Ich konnte nicht laufen. Ernsthaft nicht. Wie doof war das denn? Meine Figur konnte nicht mehr laufen. Irgendwie war da in diesem Stuhl oder so, wo ich da dran war. Hing ich gerade fest. Wow. Ja, ich mache mal ganz kurz Pause, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder im Polizeirevier. Jetzt heißt es, kann ich dann wieder meine Sachen holen und dann geht's weiter. Das ist auch wieder ein Stuhl gewesen. Irgendwo hing ich hier gerade oben fest und konnte auf einmal nicht mehr runterlaufen. Nun denn, kann passieren, ist natürlich doof. Aber ist nicht änderbar. Ich habe immer noch 7 grüne Tickets. Also auch beim nächsten Mal habe ich wenigstens grüne Tickets schon mal ready. Mann, wieso? Ach komm. Ernsthaft, ey. Dann mache ich jetzt keine halben Sachen. Gottverdammt, dafür gibt es wenigstens einen Zellenschlüssel. Und ihr auch mal mehr. Essen wir mal ein bisschen Karotten. Da war die Waffe down. Und diesen Bereich öffnen. Gut ist, wir können wie gesagt nachher oben die Tür auf jeden Fall öffnen, da ich jetzt ja Einbruch Level 3 habe. Da kann ich auch noch mal was Schönes drin haben. Und bei den Zellen da oben auch noch mal die Tür kann geöffnet werden. Level up. Weniger durstig ist eigentlich immer gut, ne? Mach erstmal weniger durstig. Denn sowas sind manchmal Dinge, die mich nerven. Dass ich gerade irgendwo bin und dann, ich habe Durst. Na, bis jetzt bin ich nicht gerade angetan von den Sachen, die hier in den. Oh. Die in den Dings drin sind. In den Spinden. So, Tür knacken. Upsala. Machen wir den auch mal im Kalt und dann geht's weiter. Hockemesser. Hockemesser. Hier sind jetzt was Gutes wenigstens drin. Muss ja ein bisschen lohnen, hier zu sein. Ja, okay, das ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung, das ist auch in Ordnung. Auch so viel mehr Federn, ne? Ich hoffe bei meinem nächsten Raid, dass ich auch vieles an Federn bekomme. Dann kann ich so viel auch abschließen an Mods, ey, die ich habe. Klebeband fehlt mir, Feber fehlt mir.
Federn fehlen mir. So viele Dinge, die ich da noch brauche. Wow, wo kommen die denn auf einmal her? Okay, das hat doch noch gut geklappt hier. Yes, wie schön das sonst ist, wenn man dann 33 Damage macht. Das macht dann natürlich Spaß, ne? Oh, sind ja noch welche. Stimmt ja. Ach, verdammt. Ah, oh, wie schön er nach hinten fliegt, der das ist eine Genugtuung. Okay, ein bisschen geheilt. Auch weg. Ah, aber bis jetzt habe ich von denen habe ich nichts Gutes bekommen, von den ganzen Leuten hier. Hat jetzt gerade ein Level 3 Schloss, glaube ich, ne? Da muss doch was Gutes drin sein, oder? Sage ich nicht nein. Und da sage ich jetzt nicht nein zu. Und dann machen wir, wie gesagt, jetzt ein paar Wellen. Viele werde ich nicht schaffen können. Ich habe nämlich nicht viel Heil-Items dabei. Also 6 vielleicht. Aber einfach, weil man hier ist, kann man ja auch die nochmal eben mitmachen. Will ich nochmal etwas an braunen Dings zu bekommen. Natürlich schön, wenn hier jetzt schon mal was fallen gelassen wird. Nix. Das war jetzt wohl billig. Level 3. Oh, mich regt das auf, dass der immer auf den Starken erst drauf geht. Anstatt die anderen erstmal fertig zu machen, die leichter gehen. Oh, jetzt habe ich schon gar kein Dings mehr. Ein grünes Ticket, okay. Weiß nicht, ob ich jetzt dafür dann noch jetzt Schusswaffen verbrauchen soll oder ob ich jetzt einfach gehen soll. Meine Pistolen habe ich auch aufgebessert, wie ihr sehen könnt. Hat jetzt grünes Laser-Visier. Immerhin. Komm, eine Welle noch. Ich hänge schon wieder fest. Oh. Ich glaube, meine Tastatur geht gerade ein bisschen kaputt. Ich glaube, daran liegt's. Wir haben einen Emulator, wisst ihr ja. Okay, komm, eine geht noch. Ich habe gesagt, 6 Wellen.
Habe ich gerade ein Problem? Ich habe ein großes Problem. Ich hoffe, ich schaffe das. Ja. Ich hatte gerade keinen Highlighter mehr hier. Parat. Ausgerüstet. So, das war's dann jetzt. Wir gehen raus hier. Und öffnen jetzt die 7 Kisten. Die Zellenschlüssel nehme ich mit. Ich möchte einmal 5 Zellenschlüssel sammeln, damit ich mal alle Zellen öffnen kann. Ob sich da bei einem irgendwas Besonderes verbindet. Versteckt. So, wir öffnen die erste. 2 Nahkampfwaffen. Habe ich nicht Nein zu. Kann ich schon mal ausrüsten. Das nehmen wir schon mal mit. Nächste grüne. Wieder 2 Nahkampf. 1, den ich nicht gebrauchen kann. Und nächste. Nochmal 2 Nahkampf. Und Kimo und Korn. Okay. Ja, hier haben wir ein Blueprint für eine Uzi. Schuhe fehlten mir noch. Und jetzt Lila. Hoffentlich ein richtig guter Mod-Aufsatz in Lila. Und für die Ska. Dreifache Mündungsbremse. Das, die ist geil. Die ist natürlich edel. Und ansonsten haben wir wieder schön Waffen hier. Auch etwas, wo man natürlich nicht Nein sagt zu. Dann nehmen wir jetzt die Sachen mit, die ich gebrauchen kann. Fangen wir an mit den Waffen natürlich. Ich nehme nachher auch alle Nahkampfwaffen, die muss ich unbedingt haben. Ich habe keine Nahkampfwaffen mehr. Das Katana nehme ich mit zum Bunker. Und ich glaube, ich habe auch gar keinen Platz mehr frei im Motorrad selbst. Na, einen Platz habe ich dort frei. Naja. Fahre ich da mal in die Zellenschlüssel rein. Hier noch eine Sache mitnehmen. Was bei allen drin ist, nämlich Kronkorken. Da habe ich demnächst auch noch vor, ein Video demnächst zu machen, wie ich euch zeige, wie viel Scam das Glücksspiel ist. Und dann war es das auch schon wieder für die heutige Folge. Ihr wisst, ich mache derzeit jetzt nicht so extrem lange Folgen, wo ich viel schneiden muss, weil Tank immer noch. Und da öffnet sich gerade wieder ein Ereignis. Das finde ich natürlich immer so klasse. Und gerade diese Sachen brauche ich eigentlich immer sehr gut. Aber ich werde jetzt die Sachen wegbringen. Gehe zum Bunker. Und werde meinen zweiten Raid starten. Und das werde ich natürlich auch aufnehmen. Und dann könnt ihr das am morgigen Tag wieder sehen. Wie ich meinen zweiten Raid starten werde. Und hoffentlich dort was gut finde. Was Gutes finde, meine Güte. Und ja. Lasst den ganzen noch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um den Raid morgen nicht zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Dann reingehauen und ciao, ciao.